Ja, das Highlight ist natürlich die Art der Aufmachung der Ausstellung. Es ist sehr interaktiv, es ist sehr modern, es ist Geschichtsvermittlung wirklich über den Eindruck von Film und Bildmaterial und das ist super spannend. Ich kann mir vorstellen, dass auch gerade sehr viele junge Menschen, die sehr digital affin sind, da ganz große Anknüpfungspunkte haben, dass es einfach ein tolles Erlebnis ist, Geschichte auf diese Art und Weise zu erfahren. Natürlich, wenn man mit der VR-Brille eintauchen kann in die echte Situation vor Jahrzehnten und nachempfinden kann, wie das ist, dann ist das ein ganz toller museumspädagogischer Aspekt. Ich halte es auch für eine große Chance für unsere Berliner Schülerinnen und Schüler, hier wirklich diese Geschichte, diesen wichtigen Teil unserer Stadtgeschichte auch tatsächlich hautnah zu erleben.